Hallo, ich wollte euch noch ein weiteres Mal das Hans Nyx zeigen, mit dem ich mittlerweile unheimlich zufrieden bin. Das Messer hat sich unheimlich gut eingespielt. Die Federmechanik ist jetzt sehr schön, wie man sehen kann. Nochmal, wundervoll. Das hat sich sehr gut eingespielt. Ich habe auch die Klinge einstellen können, sodass sie jetzt mittlerweile so ziemlich in der Mitte steht. Also steht ein bisschen nach rechts. Aber das ist in Ordnung, weil auch die Schrauben des Pocket Clips hier ein bisschen herausstehen auf der linken Seite. Und das wiederum ist in Ordnung, weil wenn man den Pocket Clip hier oben anbringen würde stattdessen, dann wären die Schrauben genau lang genug. Also hier ist der Liner und die Schale ein bisschen dünner. Oben wäre es ein bisschen dicker aufgrund der Struktur. Deswegen sind die Schrauben genau richtig lang. Also hier stehen sie ein bisschen raus. Oben würden sie genau reinpassen. Das ist also in Ordnung. Das ist ja ein Original, ein Kirscher-Design. Also Kirscher hat da schon nichts falsch gemacht. Der Liner-Lock steht auch, steht so klatschgenau in der Mitte. Also bei einem teureren Messer würde ich ihn mir ein bisschen weiter links wünschen. Aber gut, steht genau in der Mitte. Vielleicht auf 45%. Da kann man sich auch nicht beschweren. Und das Lockup ist richtig schön solide. Also wie gesagt, das Messer hat sich toll eingespielt. Ich bin auch mittlerweile mit der Größe total zufrieden. Nicht zu groß, schön handlich. Die Handlage ist auch gut. Die Serrations, gut. Ich hätte auch ohne die Serrations auskommen können. Aber ansonsten gefallen mir die eigentlich auch gut. Die Beschichtung der Klinge hält auch immer noch. Vorne habe ich die Spitze ein bisschen weiter angeschliffen. Jetzt ist die Beschichtung da kaputt. Also etwas abgeschliffen vorne. Aber das ist in Ordnung. Dafür ist die Spitze jetzt etwas spitzer, als sie vorher war. Es war schon von Anfang an eine etwas bullige Spitze. Also die Klinge geht ja nach vorne hier mit der gesamten Stärke durch und wird dann erst hier ein bisschen dünner. Also die Spitze war von Anfang an ziemlich bullig. Das ist auch mir durchaus recht, aber ein bisschen spitzer hätte es schon noch sein können. Naja gut, habe ich etwas angespitzt und jetzt ist es mir recht. Also, tolles Messer nochmal. Sehr wenig Geld dafür bezahlt. Die Struktur auf den Griffschalen ist auch wirklich schön. Gefällt mir total gut. Ja, tolles Messer, wenig Geld. Bin total zufrieden damit. Nochmal. Das Hans Nyx Feder unterstützt. Original ein Kirscher-Design, das sich die Leute in China da abgekupfert haben. Gut, das also nochmal dazu. Vielen Dank auch fürs Zuschauen nochmal. Bye, bye.